Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW 4 von der Baureihe 424 und zwar Triebzug Nummer 026-2 von der Strecke Köln-Aachen in diesem wundervollen Repaint in einem Szenario, das es nur für den PC gibt. Und zwar das Ganze nicht alleine, sondern mit meiner guten Freundin der Hanna, die ist auch mit dabei. Hallihallo. Hey ho. Und Hanna ist diejenige, die die Repaints hier erstellt hat und das Szenario erstellt hat. Über das Szenario sprechen wir gleich. Wir stehen hier gerade in Aachen Rote Aachen Rote Erde. R. Ja. Und haben gerade noch HP 0 und warten darauf, dass wir gleich überholt werden. Wir dürfen sowieso erst in 5 Minuten ausfahren. Die Zeit nutzen wir mal eben, um den Zug aufzurüsten. Die Fahrtrichtung, die Vorwärtsfahrt wird ausgewählt. Wir schalten die PZB an. Sie verlasse ich aus Gründen. Instrumentenbeleuchtungsdimmer einmal hoch, dann einmal Spitzensignale auf Abblenden. Führerraumbeleuchtung, nee, lass mal aus. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Du kannst das die Buchfahrtleuchte rechts anmachen. Das ist rechts Stimmt, dieser. ja. Nein, das ist das Instrumentenbeleuchtung. Wo Da ist die Buff? unter dem Da. Ebola, ja. Da. Die, ja. Genau, da war das. So. Scheibenwischer machen wir auch noch an. Und müssen jetzt erstmal bis 56 warten. Wir werden jetzt gleich vom RE1 überholt. Der fährt jetzt gleich hier ein. Wir sehen es hier, der RE1 nach Hamm. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die 424 mal von innen an. Ist nämlich ganz interessant. Dafür mache ich nochmal das Licht im Fahrgastraum an. Nee, falsch. Da. Sehen hier mit einer tatsächlich neuen Bepolsterung für die S-Bahn Köln in diesem, was ist das für ein Blau? Mintblau? Türkis, Türkis? würde ich ja. Da muss ich sagen, bei der ersten Klasse weiß ich nicht, ob das realistisch ist, weil ich da vorher keine Bilder hatte. Ich es Achso. einfach so übertragen. In Okay. der zweiten Klasse ist das aber realistisch. Das sind sogar Fototexturen. Das sind sogar Fototexturen hier in der zweiten Klasse. Ja. Ah ja. Die Toilette habe ich auch entfernt im Ich, Endwagen. ah, hier gibt es keine Die Toilette mehr. Anzeigen in der Mitte der Wagen habe ich hinzugefügt. Ja, aber was machen denn unsere Fahrgäste, wenn sie aufs Klo müssen? Gibt es in der S-Bahn Köln halt nicht. Wirklich? Nö. Ich dachte Gibt's in den das. 423ern auch nicht und in den 420ern erst recht nicht. Okay, krass. War mir nie bewusst. Huh. Ja, die Hitbox ist immer noch da. Hier Ist, ist eine Hitbox. muss, ja, weiter mit rechts. Einmal drumherum. Achso, das ist praktisch die Hitbox für die Toilette gewesen. Ja. Ah, okay. Wir sind also im Grunde genommen gegen die unsichtbare Toilette ge gelaufen. Ja, dann schauen wir mal, wo ist der RE1? Dann müsste jetzt gleich hier schon. Da ist er. Da kommt er. Da ist er. In doppelter Besetzung im Führerstand sogar. Ja. Ist das mit Absicht? Hast du das geplant? Da habe ich in den Szenario-Einstellungen rum, beziehungsweise in den Service-Einstellungen rumprobiert und dann ist halt geendet damit, dass die doppelt besetzt sind. Einmal, Ah ja. so sind die Lokführer in den Garten nicht ganz alleine. Ja, auch ganz gut. Können wir uns vorstellen, Ja. das ist irgendwie so eine Art Ausbildungsfahrt oder so bestimmt, Ja. dass da zwei sitzen, die Ausbilderin da hinten und die Oder der. Lokführerin. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Sieht man ja sonst in-game auch nicht. Nö. Ich frage mich gerade, ob wir irgendwas im FIS, gibt es da irgendwas so im Sinne von vielleicht Werkstattfahrt, Leerfahrt, irgendwie sowas? Ne. Es gibt weiter hoch, hoch, hoch. Hoch. Da gab es, meine ich, Ja, fahr zum. Lehrplatz zum Betriebswerk. Nehmen wir das? Ja. Okay, dann nehmen wir das. Dann haben wir auch Leerfahrt zum Betriebswerk. Hervorragend. Licht Kannst du machen wir bitte wieder das aus. Klicken von den Türen ausmachen? Da musst du einfach auf den mittleren Knopf drücken. So, Danke. dann hört es jetzt auf zu klicken. Dann warten wir jetzt mal noch ab, bis der RE hier vorne abfährt. Ja. Und ja, wenn dieses Video rauskommt, und das wird jetzt von unserem heutigen Zeitpunkt der Aufnahme vermutlich in 2 oder 3 Tagen sein, kann man schon damit rechnen, dass das Szenario auch tatsächlich zum Downloaden schon da ist oder an diesem Tag dann erscheinen wird? Ja, ich denke mal, ich werde es dann morgen oder übermorgen Mhm. hochladen. Das Nervigste ist halt, die Mod-Page, also die Info-Page zu schreiben. Ja. Da muss ich mich erstmal
den Arsch hochkriegen. Ja, auf Deutsch gesagt. Aber vielleicht kann es ja ChatGPT für dich übernehmen. Stimmt, da ist ja oft genug passiert. Ja, wer auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, ja. Wir dürfen jetzt auch da rausfahren. Bitte dran denken, den zu bestätigen. Jawohl. Das Gas ein. Natürlich. Das und dann ist darfst doch du 40 fahren. Weil du ja eh in der restriktiven warst. Yes. So. Genau. Was ist denn genau hier in diesem Szenario eigentlich los? Was müssen wir denn eigentlich hier machen? Was ist unser Ziel? Während wir hier dem ICE noch den ICE hier sehen? Ja. Ja, also unser Ziel ist einfach die neue S-Bahn Köln, die neuen 424er, einmal eine Traktion nach Köln zu bringen. Du stellst die dann auf dem Abstellgleis neben der S1 ab. Mhm. Und das Repaint, ist das realistisch? Ist das aus der Realität? Ja, das ist die neue Lackierung der S-Bahn Köln für die 424er, die vorher aus Hannover waren, die ja jetzt durch die Flott 3 in Hannover ersetzt wurden. Ah, da fahren jetzt Flott 3er rum? Ja, von der Transdev S-Bahn Hannover. Ah ja, ja, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, die Strecke verloren. Aha. Da sieht man auch Repaints von mir, die RSX, Dostos und Hamster. Ja. Also, sehen wir das? Nicht auch an dem Hamster, den hatte ich, glaube ich. Achso, nicht an dem? Sondern an dem rechts daneben. Ah, da sehen wir das RSX, da ist noch ein Repaint, das mit dabei ist in dem Pack. Ja. Und hier sehen wir es auch also bei den Dostos. Ja. Da kommt ein Leerzug aus Talbot. Das ist ja schön. Sehr, sehr, sehr cool. Der wird jetzt hier abgestellt. Ja. Ja. So, wir dürfen mittlerweile 65, genau. Und nachdem du über die Weiche bist, darfst du 140. Mhm. Und ja. Dann dürfen wir auf Streckengeschwindigkeit. Ja, du bist ja vermutlich hier aus der Gegend auch irgendwo. Ja. Denke ich mal, dementsprechend kann man davon ausgehen. Ich bin in der Region aufgewachsen. Ja. Schon immer hier, also ja. Ich kenne die Strecke. Sowohl in TSW als auch im echten Leben. Ah ja. So, wir können jetzt einmal hoch auf die 140. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, einer der Unterschiede zwischen Baureihe 424 und 425 oder der größte Unterschied ist, glaube ich, die Höchstgeschwindigkeit. Die 425 darf unter LZB 160 fahren. Während wir nur 140 fahren dürfen, maximal. Exakt so sieht's aus. Ich habe hier auch gerade die Wikipedia-Seite offen. Mhm. Also die größten, also die Unterschiede zur 425-Serie sind stufenlose Einstiege mit ausfahrbarer Trittstufe. Mhm. Das haben wir hier jetzt im TSW nicht, weil ich das Modell nicht so weit umgebracht habe. Das Signal ist umgesprungen. Ja. Kein Rollstuhl, also der 424 hat keinen Rollstuhl-Hublift. Weil der wo stufenlose Einstieg ja gewährt ist und die 424 hat keine Laufwerküberwachung, daher darf die 424 auch nur LZB geführt ah, ja. 140 fahren. Ah ja, okay. Ja. Sind die im Raum Köln oder von der S-Bahn Köln, ist die da viel im Einsatz, die Baureihe 424? Noch gar nicht, weil die erstmal noch so endzugelassen werden müssen und so. Die werden momentan umgebaut. So, dann also einmal die Scheinwischer aus. Ja. Die S-Bahn Köln hat die gerade frisch bekommen. Die sollen aber hauptsächlich die 420er ersetzen, weil die 420er marode sind. No, das ist aber schade. Die Baureihe 420, halt ja. Vor allem halt, weil die kein... weil man da nicht durch den ganzen Zug gehen kann, ist das auch blöd für eine S-Bahn. Und die 24er haben halt höhere Kapazität. Ja. Ja, dann ist das wohl auch das Ende der Baureihe 420 in Köln. Dann sind die ja nur noch jetzt, glaube ich, im Raum München unterwegs. Ja. Und sonst, weiß ich nicht. Rhein-Ruhr. Die S-Bahn Rhein-Ruhr hat auch welche. Wirklich? Ja. Auf welcher Linie denn? Eigentlich auf allen. Hauptsächlich auf der... Moment, jetzt muss ich überlegen. S-Bahn Rhein-Ruhr? Nein, auf der S.
Auf der S6? Also, Nein. Da sind nur vier 22er unterwegs, das weiß ich. Warte, ich google mal kurz. Vielleicht finde ich das so. Auf jeden Fall habt ihr es beim Rhein-Ruhr-Rater, aber. Ich muss gucken. Aber die S-Bahn Rhein-Ruhr, die haben ja auch sowas wie. Auf der S. Nee, das ist älter. Rhein-Ruhr. Was steht da? S1 und S9. Da gibt es noch 420er? Das wundert mich ja richtig, weil auf der S9 sind ja mittlerweile nur noch Flirt 3 XL-Züge unterwegs. Ich habe mich verlesen, auf der S68. Okay, von wo nach wo fährt die denn? Das ist eine gute Frage. Im Rhein-Ruhr-Gebiet kenne ich mich nicht so gut aus. Also klingt für mich nicht nach Rhein-Ruhr, ehrlicherweise S68, aber vielleicht so um Hagen herum. Wuppertal, Vohwinkel, Langenfeld, Düsseldorf. Aha. Ah, okay. Weil ich habe. Ah, stimmt. Weil ich schon mal in. Oh, das war ein bisschen zu viel reingebremst. Weil, ja, das schleudert sehr. Ja, weil ich schon mal im Düsseldorf Hauptbahnhof auf jeden Fall die einen oder anderen 420er gesehen habe, immer mal wieder im Laufe der Zeit und mich immer gefragt habe, von welcher Linie die denn sind, weil es mir absolut. Zumindest, also ich bin ja aus dem Bereich Rhein-Ruhr und da ist mir definitiv keine 420 bisher entgegengekommen. Deshalb habe ich mich immer gefragt, wo kommt diese 420 vom Düsseldorfer Hauptbahnhof her? Aber okay, gut, dann kann das ja gut sein, ja. Ja, nee, die S-Bahn Rhein-Ruhr haben welche. Ja. Und die sind in einem deutlich besseren Zustand als bei der S-Bahn Köln, aber das sieht man ja auch bei den 423ern. Ja. Dass die S-Bahn Köln nicht so gut leider mit den Fahrzeugen umgeht. Ja. Aber das ist besonders in der Karnevalszeit schwer. Ja, das sowieso. Auch. Ja. Da bin ich auch gespannt, wie die 424er die überstehen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, für alle Fahrzeuge ein Härtetest. Kommen wir mal zurück zum Szenario. Ja. Während wir hier wieder einen Halt zu erwarten haben. Vermutlich haben wir Halt zu erwarten, weil wir dem RE1 hinterherfahren. Ja. Der hält halt Stolberg, Eschweiler, Langerwehe, Ja, ja. Also, wie ist das so, ein Szenario zu bauen, zu konzipieren? Du hast ja irgendwann mal die Idee gehabt, du machst diese Leerfahrt mit der Baureihe 425 und hast dich dafür entschieden, du machst einen Repaint für die 424. Wie ist das so? Du hast ja im Editor dieses Szenario gebaut. Das gibt es ja nicht für die Konsole, das gibt es nicht im Creators Club, sondern das gibt es ja nur anderweitig extern zum Downloaden. Wie ist es so, ein Szenario zu erstellen? Ist das komplex? Was sind da so für Sachen, die du beachten musst? Kannst du da mal ein bisschen darüber erzählen vielleicht? Ja, also von der Funktion her und von der Einfachheit her, also es ist komplexer, deutlich komplexer natürlich als im Ingame-Szenario-Editor. Aber ich würde sagen, wenn man es einmal verstanden hat und die Logik verstanden hat, geht's eigentlich. Man muss halt wissen, welche Boxen man ankreuzen darf und welche man ankreuzen muss, wenn man das und das haben will. Ja, und dann ist das eigentlich hauptsächlich nur noch die Züge erstellen und gucken, dass die nicht miteinander kollidieren oder so. Ja. Also die Züge erstellen, das mache ich auch immer, indem ich mir einfach den DB-Navigator aufrufe und dann Schritt für Schritt die Linien durchgehe, welche wo abfahren, dass ich dann mich zum Beispiel Aachen Hauptbahnhof als Abfahrtspunkt anwähle und dann einfach die Züge durchgehe und dann halt für die einzelnen Stationen. Was mir natürlich hier leicht fällt, weil ich die Fahrpläne hier relativ gut auswendig kann. Mhm. So, wir beschleunigen mal wieder. Und wie hast du das gelernt, den Editor, den gibt es ja jetzt seit TSW 4. Wenn ich jetzt jemand wäre, der guckt sich dieses Video an und denkt sich, oh, ich würde auch gerne ein Szenario bauen. Was würdest du dieser Person empfehlen? Wo kann man sich vielleicht so ein bisschen, wo kann man sich vielleicht Tutorials herholen oder wo kann man vielleicht entsprechendes Wissen lernen? Wo fängt man da an? Ich habe angefangen in deinem Docs-Dokument, tatsächlich. Ah ja. Damit habe ich angefangen und dann halt auch noch gegoogelt, weil es gibt schon mehrere
Es gibt schon mehrere Tutorials auf YouTube, die gut sind. Ja, und dann, ich habe halt den Vorteil, dass ich ein sehr gutes technisches Wissen habe und dadurch sehr schnell solche Sachen verstehe. Aber grundsätzlich, ja. Ja, du. Durch Tutorials. Das war ja. Freunde. Tutorials und Freunde, ja. Ja. Das war ja jetzt auch nicht irgendwie die erste Mod, die wir von dir hier auf dem Kanal gesehen haben. Die ist auch nicht so. Ganz kurz hier einmal Vectron 193. Sehr schön. Mit ZACNS-Wagen. Huch, da habe ich eine Zwangse bekommen. Das war ein 500-Hertz-Magnet. Gut, hoffen wir mal, dass. Hoffen mal, dass du nicht rüberrutschst. Ja, ich glaube, das passt schon. Ich nehme mal ein bisschen den Sand mit dazu. So, oh, grausames Geräusch. So. So. Genau. Gut, ich wollte hier sowieso vor dem Signal zum Stehen kommen, das war jetzt geplant. Worüber haben wir gerade gesprochen? Du wir hast haben das Fernlicht an. Oh, ich habe das Fernlicht immer noch an vom Tunnel, stimmt. Ja, das ist ja nicht das, ist meine. Nicht, das ist nicht die erste Mod, das ist die, ihr. Genau. Wir von mir sehen. Genau, wir haben ja zum Beispiel auch, eine Mod, die mir persönlich ja sehr gefiel, die ich auch sehr vermisse für den TSW 4. Unter anderem die Mod von dir gesehen für die linke Rheinstrecke, wo ja verschiedene Repaints, unter anderem Interregio-Wagen und auch, ich glaube, SBB-Eurocity-Wagen und sowas, praktisch in den Fahrplan passenderweise zu den entsprechenden KI-Zügen damit hineingespawnt worden sind, in den ganz normalen Fahrplan. Diese Mod gibt es jetzt nicht im TSW 4. Nicht, weil du dich bisher nicht drum gekümmert hast, sondern aufgrund technischer Beschränkungen. Außerdem ist die Mod selber ja nicht mal mehr von, nicht mal von mir, sondern von dem Bendix. Die Repaints sind ja von mir. Ah, die Repaints sind von dir, stimmt. Ja, das Einbinden in den Fahrplan, das hat der liebe Bendix gemacht. Ah ja, der gute Taskplace, der. Ja, Taskplace, ja. Ja, genau. Stimmt, da habe ich jetzt ein bisschen was durcheinander gebracht. Das war eine. Das habt ihr ja zusammen gemacht. Ja, das ist. Eine Kooperation. So, genau, aber denk auch das. Dran, du darfst nur 40 fahren. Jawohl, aber du hast ja auf jeden Fall dran mitgearbeitet. Können wir irgendwann mit dieser Mod wieder rechnen, dass sie irgendwann nochmal kommt für den TSW 4? Das ist auf jeden Fall. Dafür müsste der Add-on-Manager aber vernünftig funktionieren, sodass die Mods geladen werden. Ja, auch. Ja, der berühmte Add-on-Manager ist da mal wieder. Leider im Weg. Ich frage mich, warum das hier so dunkel ist. Baking. Ja. Oh, nicht, dass wir zu schnell. Wobei doch, jetzt geht's. So, jetzt schauen wir mal, was das nächste Signal sagt. Das ist schon umgesprungen. Das ist schon umgesprungen. Hervorragend. Vielleicht dürfte der Magnet. Der Leuchtmeter auch verschwinden und dann darfst du durch 10 auf 110 und dann kommt gleich die 160, also darfst du 140 fahren. So, dann befreien wir uns und ziehen jetzt einmal durch auf die 110. Oh, die Person hier im T-Shirt. Eieiei, kennt keine Kälte. Ja, das sollten eigentlich Trainspotter werden, aber die. Aber die? Die haben keine Kamera in der Hand. Die haben keine Kamera in der Hand, achso, ja. Gut, passiert mir manchmal auch, wenn ich meine Kamera irgendwo mitnehmen möchte, dann vergesse ich sie einfach nur. Naja, haben sie sie wohl einfach zu Hause vergessen. Passiert dem Besten. So, wir gehen hoch auf die 110. Dann kommt da gleich die 160. Genau, wir bleiben aber bei VMAX 140, weil wir nicht schneller fahren dürfen. Ja, das Ganze gibt es hier nur für den PC, richtig? Ja. Und wo kann man sich das runterladen? Man kann sich, sobald es hochgeladen ist, auf der Trainsim Community Website runterladen. Ja. Und wenn ich dran denke, und ich hoffe, ich denke dran, sollte der Link zu diesem Szenario in der Videobeschreibung sein. Was braucht man für sonstige Payware, um dieses Szenario sinnvollerweise fahren zu können? Also, um wirklich, dass man alles Wichtige hat.
Also die Gegenzüge, die sind ja nicht so wichtig. Wäre ist schon schön, dass sie dabei sind. Ja. So wichtig. Aber um die richtig zu spielen, braucht man auf jeden Fall die meinen Spessartbahn für die Dossos. Ja, und halt den 425 für den 424 und halt Köln-Aachen für dich. Und sonst ist alles halt so. Zugabe. Kann man haben, muss man aber nicht. Ja. Weil umso weniger man hat, umso leerer ist die Strecke dann halt. Ja. Und wir wollen ja natürlich ganz viel KI-Verkehr immer haben. Dementsprechend natürlich, je mehr Add-ons man dann besitzt, die hier irgendwie zu tragen kommen, umso besser ist das. Die Baureihe 363, die wir gesehen haben, aus welchem Add-on ist die? Dresden-Chemnitz. Dresden-Chemnitz, okay. Die hat ja vorhin die Dostos hin und her geschoben. So, aber wir werden sicherlich noch die einen oder anderen weiteren interessanten Züge sehen. Ja, Da bin ich werden mir wir. sicher. Okay, bin ich schon sehr gespannt. So, jetzt haben wir über vergangene Mods von dir gesprochen. Wir fahren gerade deine aktuelle Mod, die auch bald irgendwann rauskommen wird. Möchtest du schon ein bisschen darüber erzählen, was vielleicht auch noch für die Zukunft geplant sein könnte? Worauf man sich sonst noch so freut, an Mods, die in deinem Namen erscheinen. Ja, also die Repaints, die man jetzt halt noch sieht, und bisher so geplant habe ich nicht wirklich was, also nur das, was ich schon angefangen habe, weil ich es eh so mache, mir kommt eine Idee und ich fange das auch dann direkt an. Deswegen momentan so am Arbeiten bin ich noch ja an meinem Vectron Ja, Repaint Pack, haben wir auch schon bisschen mal uns, fließend ist. oh, ja, um da ganz kurz reinzugrätschen in den Community, Updates, da habe ich ja vor, ich glaube, 2 oder 3 Episoden davon, da auf jeden Fall mal ein Screenshot von gezeigt, von diesen ganzen Vectrons, die da aufgereiht waren. Ja, und Ja. das ist ja jetzt schon was länger her, deswegen sind da noch ein paar hinzugekommen und es kommen noch ein paar, werden auch noch weiterhin ein paar dazu kommen. Ja. Dann Wie viele, bin um ich da ganz kurz momentan. noch zu fragen, wie viele Repaints sind da jetzt aktuell, stand jetzt drin? Ich meine, das waren 43. Ah, krass, ja. 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 Ja, dann bin ich momentan dabei, auch ein Update-Pack für den 406 zu bauen. Da füge ich zum Beispiel hinzu, dass man das Führerstandsfenster öffnen kann. Da ich das ja jetzt durch den 423 gelernt habe, wie man so Animationen macht im TSW. Ja. Ja, und sonst, ja, es fällt mir gerade so nichts ein. Außer noch das, wo du mir Idee gegeben hast, ein Szenario mit einer 103 auf Köln-Aachen und um Ja. 0 Uhr die Feuerwerk los. Ja, genau. Da freue ich mich schon sehr darauf, wenn das dann tatsächlich irgendwann mal kommen sollte. Dass da um 0 Uhr tatsächlich Feuerwerk entlang der Strecke zu sehen ist. Wäre schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber mal gucken. Oh, Signale sind umgesprungen. Hervorragend. Ja. Und es wird irgendwann mal ein Fahrzeug von mir geben, wo ich noch nichts verrate. Ein Fahrzeug im Sinne eines Repaints oder? Eines eigenständigen Fahrzeugs. Aha. Aber würdest du die Baureihe 4, jetzt muss ich das irgendwie versuchen, aus dir rauszuquetschen, würdest du die Baureihe 424 hier als eigenständiges Fahrzeug ansehen? Nein, Okay, das ist gut. nur ein Replay. Okay, interessant. Dann, Ein Fahrzeug, was wir noch nicht im TSW haben. okay, dann bin ich auf Nicht jeden mal Fall ähnlich. nicht mal ähnlich. Also nicht im Nein. Sinne von, weiß ich nicht, der Baureihe 422 einen Wagen wegnehmen und dann ist es, weiß ich nicht, auf einmal dann was anderes. Nö. Also Okay. wir haben Fahrzeuge vom gleichen Hersteller, aber das war's auch. Vom gleichen Hersteller. Das gut, das sagt jetzt natürlich nicht sehr viel. Aber okay, ich verstehe, dass du das nicht verraten möchtest. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber arbeitest du Und da wer mich alleine? kennt, der wird. Ja. Sekunde. Wer mich kennt, wird es wissen. Wer dich kennt, wird es wissen. Interessant. Nee, also alleine werde ich nicht dran arbeiten. Ja. Das Modell kriege ich.
wem anders. Weil ich bin einfach kein Modelliermensch, sondern ich mag eher das, was im Editor getan wird. Das macht mir Spaß. Und für das, was im Editor, was von den Dingen, die ich noch nicht kann, da werde ich Hilfe von Fabian. Ja, den guten Fabian, aka Fabian, mit dem wir auch schon mal hier getalkt haben auf dem Kanal. Ein begnadeter Modder. Und ja, glaubst du, das ist ein Fahrzeug, das sich vielleicht viele Leute wünschen würden? Oder ist das eher so sehr Special Interest? Ich glaube schon, dass sich das viele wünschen. Ja? Ja. Okay. Und letzte Annahme, du kannst das kommentieren, musst aber nicht. Da ja die Strecke Köln-Aachen für dich heimisch ist, würde ich jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht ein Fahrzeug ist, das vielleicht für diese Strecke dann auch speziell gedacht ist. Aber das ist jetzt nur so meine Vermutung. Da musst du nichts dazu sagen, wenn du nicht möchtest. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Okay. Ja. Aber du hast gesagt, das 3D-Modell davon bekommst du. Das heißt also, angefangen hast du damit bisher noch nicht. Nein. Okay. Weil das 3D-Modell noch nicht, das braucht noch den Feinschliff. Okay. Ah, ja. Und dann werde ich es nochmal etwas verbessern, soweit ich es kann. Und dann, ja. Ich verstehe. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Einen groben Zeitrahmen kannst du vermutlich auch bisher nicht geben, weil du damit auch noch keine Erfahrung hast, ein Fahrzeug zu bauen. Nee. Ja. Ja. Also die Kurve, neue Dinge zu lernen im TSW ist sehr, sehr steil. Wie sagt man das? Der Motivation? Hast du das gesehen? Der hatte die roten Lichter an. Ja, das liegt am Repaint und ich habe bisher noch. Oh ja. Hat er hinten? Weil es das RSX Repaint war. Okay. Ja, gut. Aber naja, dann ist das halt so. Ich fahre auch regelmäßig mit der falschen Beleuchtung. Das ist. Passiert, kann ja mal passieren. So, ja. Gut. Ups, wir sind zu schnell. Köln-Löwe nicht. 33 Kilometer bis dahin noch. Also ordentlich Weg noch vor uns. Ja, und dann geht's nochmal bis zum Hauptbahnhof. Ja, genau. Also da ist Löwe nicht und dann nochmal der Abschnitt zum Hauptbahnhof. Also ich fahre jetzt gar nicht zu weit. Oh, hallo. Sehr schön, das war die 406. Als Ersatz für den Thalys. Beziehungsweise heutzutage ja Eurostar. Stimmt, ist mittlerweile ein Eurostar. Immer noch in der gleichen Lackierung wie der Thalys. Ja. Nur mit diesem Eurostar-Schriftzug vorne drauf. Ja, und an den Fenstern gibt es noch ein Extra-Band, was nochmal hier ist. Ah ja. Bist du schon mal mit dem gefahren? Nein. Nein? Nicht. Ja. Kann ich mir nicht leisten. Ja, der ist teuer, das stimmt. Direkt der nächste Zug. National Express Talent 2. Ja, der ist auf Leerfahrt nach Aachen, weil die Express-Hamster werden tatsächlich in Aachen im Betriebswerk gewartet von der Regio. Die kriegen da zum Beispiel neue Radsätze. Ach so, ah ja. Das macht eine National Express nicht selber. Ach so, okay. Das wusste ich nicht. Für ihre gesamte Talent 2 Flotte dort, die wird dort dann gewartet. Ja. Ah ja. Ja. Aber nicht der DeZero HC, ne? Der wird, glaube ich, unter anderem in Duisburg, glaube ich, gewartet. Ist doch, glaube ich. Nein, der wird in Dortmund Ewing gewartet. Stimmt. Stimmt, ja, in Dortmund. Gerade Doppeltraktion übrigens. Vectron an uns vorbeigefahren. Ja. Ich weiß nicht, ist das bei den Güterzuglokomotiven so, dass du die als solche eingestellt hast oder hat der TSW dann selbst andere Loks da auch vielleicht hineingesubbt? Also du hast da vielleicht die 185 eingestellt, aber der TSW hat dann eine 193 draus gemacht oder wie war das? Oder war das so geplant? Nee, die habe ich so eingestellt. Das war so geplant. Ah ja, okay. So, und jetzt überholst du den RE1 einmal. So, hier, dort fress. Steht ein 423, die S19. Ciao. Sehr schön, mit Zugzielanzeige da vorne nach Düren geht's. Sehr gut. So, herrlich. Ja.
Und jetzt hast du Freifahrt. Sehr gut. Jetzt kannst du durchjagen. Also jetzt einmal auf die 200 km/h hoch. Kriegt das Fahrzeug nicht hin, das geht nur bis 155. Wirklich? Na toll. Ja. Na toll. Das ist aber auch nicht, das ist die 425 aus Hauptstrecke Rhein-Ruhr, richtig? Ja. Gut, dann haben wir keine LZB hier. Nee. Aber ja. Warum die 425 von Rhein-Ruhr und nicht Bremen-Oldenburg? Gab es da einen bestimmten Grund für? Hauptsächlich die Lichter. Die was? Die Lichter wegen Okay. 4 und 3. Okay. Ja, ich glaube, so viele Unterschiede gibt es sonst zwischen den beiden gar nicht, weil ich glaube, von der Fahrphysik her sind die sehr ähnlich. Ja. Und das Einzige, was die 425 von Bremen-Oldenburg noch hat, ist halt LZB. Ja. Ja. So. Aufs GSMR. GSMR. Ah, GSMR-D, das ist eine Textur, die hier reingeladen wurde. Ja. Sehr, sehr cool. Bedienbar ist es nicht, aber immer noch besser, als wenn es leer ist. Ja. Ja, mega. So, wieder ein bisschen beschleunigen. Wir werden zu langsam. Nicht, dass uns der RE1 dann hinten am Ende hier Lichthupe gibt und uns überholen möchte. Ja, kann er ja nicht entscheiden. Entscheiden. Ja. So. Ein Taurus. Ebenfalls mit Autos hier unterwegs. Weißt du, was ich mal cool finden würde für den TSW, jetzt wo ich hier die Autozugwagen sehe? Eine rollende Landstraße. Ne, also ein, zwei Passagierwaggons und dahinter dann die Autos. LKWs. Ja, genau, LKWs. Das wäre schon cool, wenn man diese Art von Wagen hätte. Das zusammen mit irgendwie, ich weiß nicht, wo die unterwegs sind. Ich glaube, auf dem Brenner kann man sowas sehen. Ja. Denke ich mal. Wenn es da mal irgendwann eine Strecke geben würde, wie im Train Simulator, da wäre ich schon sehr zufrieden mit. Ja. Aber gut. Es gibt noch so einiges, was wir für TSW bekommen könnten. Und ich glaube, es gibt aber auch einiges, worauf wir uns freuen können für die Zukunft. Ja. Während du über dein neues Fahrzeug da nicht sprechen wirst, kann ich dooferweise auch nicht darüber jetzt weitersprechen, aber so wie ich das mitbekommen habe, können wir uns auf jeden Fall auf die ein oder anderen sehr interessanten Dinge noch freuen, jetzt hier in diesem Jahr, was so kommen wird. Wie wohl angedeutet wurde seitens DTG, wird auch sehr, sehr, sehr viel interessantes Zeugs im Februar los sein. Also behaltet Augen und Ohren offen, was Ankündigungen angeht. Ich glaube, im Februar werden wir einige ganz interessante Dinge zu hören bekommen und vielleicht die ein oder anderen Fahrzeuge auch noch im Laufe des Jahres oder der nächsten ein bis zwei Jahre bekommen, die sich auch viele Leute gewünscht haben. Aber mal schauen. TSW hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Das glaube ich auch, ja. Ja. Und zwar nicht die ganze Zeit nur die gleichen Dostos. Ja, die Dostos, das hat, glaube ich, jeder mittlerweile, das hat auch, glaube ich, DTG mittlerweile mitbekommen, auf die hat gar keiner mehr Lust. DTG hat selber darauf keine Lust, kaum mehr, ich weiß das. Ja, das glaube ich aber auch, dass die da auch mittlerweile sich denken, ach, nicht schon wieder die Doppelstockwagen. Gut, dass sie jetzt mit der 111 und Rosenheim-Salzburg mitgeliefert werden. Das ist ja auch realistisch. Genau. Ne? Aber für manche Strecken sind halt die hohe Einstiegsdostos nicht realistisch. Ja. Die fehlen uns ja. Genau, ne, also Hamburg-Lübeck zum Beispiel, da sieht man das auch sogar mit den Bahnsteigshöhen, dass das gar nicht so wirklich passt, dass da die Sims da regelmäßig einfach in diesen Spalt zwischen Zug- und Bahnsteigkante da schon fast hineinfallen. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich tatsächlich auf die Zukunft, was den TSW angeht. Denn wenn man so ein bisschen vielleicht auch noch so Background-Infos hat, was dann vielleicht noch so eine Arbeit sein könnte, was noch kommen könnte, dann ist es umso spannender, sowas dann einfach zu sehen, wie das sowas nach und nach kommt. Jetzt hier erstmal mit der Baureihe 111, die ja kommen wird. Ich glaube, da haben sich auch schon sehr, sehr, sehr viele drüber gefreut. Mich mit eingeschlossen. Also einer der Nahverkehrsloks schlechthin in den letzten Jahrzehnten gewesen. Ich glaube, teilweise sogar im Fernverkehr sogar unterwegs, immer mal wieder anzutreffen gewesen. Ja. Früher zumindest. Besonders in der Vergangenheit. Genau. Besonders vor den Interregio. Genau. Ja. Ja, also da bin ich mir auch sicher, sind viele Szenarien möglich,
Viele Repaints, die da auf jeden Fall möglich sind für die 111. Viele Einsatzmöglichkeiten in den Strecken, die wir auch schon haben. Also hier im Ruhrgebiet auf jeden Fall einiges an Möglichkeiten auf den Strecken in NRW. Da passt die ja hervorragend rein. Köln-Aachen sicherlich auch. Da bin ich mir fast schon sicher, dass wir da vielleicht sogar ein Szenario, vielleicht sogar von dir dann irgendwann bekommen mit der 111. Wer weiß. Wir werden sehen, die Zukunft wird sagen. Ja. Toll. Weil ich ja auch eher ein Mensch für Elektrotriebwagen bin. Ja. Aber da hat ja jeder irgendwie einen unterschiedlichen Geschmack. Und das finde ich irgendwie so interessant an diesem ganzen großen Thema Eisenbahn, dass es ja keine zwei Leute gibt, die irgendwie das gleiche, die gleiche Form von Interesse haben an Eisenbahn, sondern man kann ja schon unterscheiden zwischen realer Eisenbahn, Eisenbahnsimulation und Modelleisenbahn. Und da gibt es ja schon zig Formen, wie sich das dann unterscheidet. Und dann gibt es halt Leute, die interessieren sich nur für Loks, nur für Elektroloks, nur für Dieselloks, nur für Verschubloks, nur für Draisinen, was auch immer. Ne? Also und das finde ich tatsächlich so das Schöne an dieser Sache, an diesem ganzen Hobby Eisenbahn, dass es da eben so unterschiedliche Interessen gibt und es da irgendwie für jeden was anderes gibt, was für ihn oder für sie da im Fokus steht. Und das finde ich irgendwie schön. Für dich sind es halt zum Beispiel jetzt Elektrotriebfahrzeuge, vermutlich neuerer Generation, denke ich mal. Besonders von Siemens. Besonders von Siemens. Worauf auch immer das hindeutet, man weiß es nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich viel, viel lieber in Altbauloks unterwegs bin. Das ist so mein persönlicher Favorit, und zwar E-Loks, nicht Diesel-Loks. Da würde ich dann auch nochmal diese Unterscheidung treffen. Aber da gibt es halt andere, die für die gibt es nichts Besseres als eine 232, die vor sich her dieselt und laute Geräusche gibt und so. Und das ist auch vollkommen legitim und berechtigt und auch irgendwie das Schöne an dem ganzen Hobby, ne? Wobei es nur legitim und berechtigt ist, solange man nicht das der anderen Person aufzudrängen. Weil genau. Da gibt es ja auch manche Leute leider, wie in jeder Community, schwarze Schafe, die dann versuchen, Altbauloks und alte Endwagen und so sind das einzig wahre und alles Neue ist Schrott. Das ist ja Quatsch. Es gibt ja Gründe, warum die Unternehmen die modernen Fahrzeuge anschaffen. Ja. Das machen die ja nicht aus Jux und Glauben. Ja, absolut. Ne? Und also gerade so zum Thema so Altbau-Personenwagen gibt es ja viel, auch so in dieser eher so tendenziell so Trainspotter-Community. Ja. Da gibt es halt einfach viele, die feiern das halt sehr, was ich voll verstehe, weil ich habe mich sehr gefreut, als wir einen Wagen im TSW dann endlich mal hatten. So. Ja. Aber dann so mit diesen Argumenten ankommen wie, ja, die müssten halt eigentlich überall fahren und immer noch fahren und sind auch noch top und so. Das sind sie halt einfach nicht. Auch wenn ich es mir wünschen würde, dass N-Wagen, apropos N-Wagen, hallo, da sprechen wir gleich nochmal weiter, gucken wir uns erstmal das hier an. Ja. Sehr schön, Tri-Ersatzzug mit N-Wagen und einer Baureihe 110 hinten dran von National Express. Sogar mit geänderten Sitzen dank Nagifa. Sie hat mir freundlicherweise ihre Sitze zur Verfügung gestellt. Tatsächlich. Stimmt, das sind nicht die grünen Sitze. Oh, sehr, sehr, sehr cool. Oh, da ist schon wieder was an uns vorbeigefahren. Was war das jetzt? Das war eine 185. Müssen wir uns auch noch kurz mal angucken. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Signal, dass mir irgendwie das Bein bricht. Nee, kommt erst wirklich. Ich bin das Szenario jetzt schon oft genug selber gefahren, um zu wissen. Nein. Nee. Sehr gut. Genau. Naja, also. Ja, was denn? Nee, wollte nur sagen, dass der jetzt halt auf die Ausfahrt des RE1 warten muss. Ah ja, ja gut. Um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, so schön und toll die N-Wagen sind, und ich fahre auch wirklich unfassbar gerne mit denen mit, aber die sind halt einfach nicht mehr state of the art, und das ist halt leider eine Wahrheit. Allein die Tatsache, dass sie halt keinen mobilitätseingeschränkten Zugang bieten,
allein das ist schon ein Argument gegen die, ne? Und das ist dann halt einfach leider auch Teil der Realität, auch wenn es schade ist, aber alles wird es, ne? Ja, gut wie gut und das hat Ja. noch immer gut gegangen. Ja, ne, wie man hier in Köln sagt. Ja. Ja, bei den alten Fahrzeugen, ja, die sind schön und können auch echt teilweise gemütlich sein. Ja, Da ja. bin ich vor 2 Jahren mit dem Rheingold-Zug gefahren, DB Museum Koblenz. Aber für den Wahnsinn. alltäglichen Verkehr sind die nicht geeignet, nicht mehr. Ja. Dafür bieten sich andere Fahrzeuge ein, besonders Triebwagen mittlerweile einfach besser Ja, für den total. alltäglichen Verkehr. Ja, das ist halt leider so. Und halt eben einfach eine Form der Wahrheit, die man da irgendwo dann Ja. einfach eingestehen muss, auch wenn es halt, also mir gefällt es auch nicht, ich wünsche es wäre anders, aber es ist halt so. Aber umso schöner, dass man dann sowas in der Simulation dann hat, wo dann auch ein mobilitätseingeschränkter Zugang einfach egal ist, weil es sind ja am Ende nur Ja. irgendwelche Bits und Bytes, die hier durch die Gegend fahren und keine echten Menschen. Und da ist es dann schön, dass dann auch solche alten Fahrzeuge konserviert sind, ne? Solche N-Wagen, Intercity-Wagen, die man ja auch in gar nicht allzu ferner Zukunft gar nicht mehr auf den deutschen Schienen sehen Ja. wird. Die Bordrestaurants sind jetzt sowieso schon weg. Und die restlichen IC1-Wagen, die sind ja auch, glaube ich, im Laufe der nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahre oder so, Ja. auch dann komplett weg. Ne? Und dann ist es halt wirklich was Historisches, was wir dann im TSW haben, dass wir eben die 101 haben mit den Intercity-Wagen. Leider kein Steuerwagen oder Bordrestaurant oder Das ist so. ein Steuerwagen, kenne ich gar nicht. Steuerwagen, weiß ich auch nicht. Noch nie was von gehört. Wer weiß, ob es den irgendwann mal noch geben wird für den TSW. Ja. Who knows, who knows. Aber naja. Ja, Ja. das ist halt. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, absolut. So. 1,1 Kilometer, aber das ist ein Fahrüber. Also müssen wir da zum Glück nicht anhalten. Schon oft genug reingefallen, dass man da dann anhält. Und wir haben einen Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Dann geh mal in die Eisen. Ordentlich in die Eisen. Ohne zu schleudern, bitte. Oh ja, es ist, ich glaube, es klappt. Ja, doch, das passt. Ach, das Signal ist umgesprungen. Hervorragend. So. Ja, dann geht's jetzt weiter bis Köln Hauptbahnhof und dann ist es auch schon so vorbei. Ja, genau. Also auf jeden Fall ein Szenario, das einfach viel Ja. Spaß gemacht hat bis zu diesem Zeitpunkt. Wir haben Definitiv. viele interessante Wagen gesehen. Die ganzen Repaints werden mitgeliefert. Sind alle in einer ZIP-Datei mit drin. Einfach alles installieren, dann hat man das Ganze alles in den DLC-Ordner reinschmeißen und das Szenario selbst findet man dann unter den Szenarios. Also unter den regulären Szenarios, nicht Creators Club Szenarios. Ja. Und zwar unter dem Namen Ein Kölner Quietschi im Stau. Ein Kölner Quietschi im Stau. Bezogen Genau. halt auf den ersten Teil des Szenarios, wo man Genau. halt im A1 hinterher tobelt. Genau. So. Dann können wir jetzt wieder ein bisschen beschleunigen. Gehen mal wieder hoch auf die 140. Ich hoffe, signaltechnisch kommt da jetzt nichts zum Bestätigen. Nö, sieht gut aus. Ja, nee. Gleich kommt Ehrenfeld, dann musst du halt die 70 bestätigen. Ja. Was ein Vor an eine Ankündigung ist, 70. Ja, okay. So. Falls ich übrigens irgendwas verpassen sollte, falls irgendwas noch am Streckenrand ist, was du irgendwo platziert hast, was interessant ist, ne, immer darauf hindeuten, wenn da irgendwo noch ein Trainspotter steht oder so, gerne Nö, ist Bescheid sagen. nirgendwo eigentlich was. So.
Also auf jeden Fall auch sehr viel an Güterverkehr unterwegs. Das war jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Güterzug, der uns entgegengekommen ist. Ja, hauptsächlich, weil ich einfach die Strecke etwas füllen wollte, damit es nicht so langweilig ist. Ja. Weil nur Personenverkehr ist ziemlich wenig. Ja, in Realität ist hier einfach nicht extremst viel los. Das muss man halt auch einfach sagen, oh, oder? Also Personenverkehr nicht, aber Güterverkehr ist schon gut was los. Ja. Halt durch Aachen West und das geht dann ja Richtung Belgien und die Niederlanden. Ja gut, okay, das stimmt, ja. So, da sehen wir schon im Hintergrund den Fernsehturm und eine 204 mit Vectrons. Interessant. Ich gehe mal davon aus, es war nicht möglich, die Vectrons so einzustellen, dass die Stromabnehmer unten sind. Leider nein, das gibt es in der Formation nicht. Okay. So, S-Bahn. Haben wir schon darüber geredet, wann ab wann die Züge eigentlich im Einsatz sind in Realität? Wir hatten darüber geredet, aber ich habe da auch kein genaues Datum gefunden. Okay. Die sind dann im Einsatz, wenn sie fertig sind. Ja. Das ist wieder wie eben das Kölner Sprichwort, in Küche. Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Das ist die Kölner Mentalität. Ja. So. Apropos Köln, wir sind jetzt auch schon mittlerweile in Köln. Der Hauptbahnhof ist nur noch 2,2 Kilometer entfernt. Das heißt also, wir sind doch schon fast am Ende unserer Fahrt angelangt. Gibt es irgendetwas Bestimmtes, worauf du noch, was du noch gerne ansprechen wollen würdest? Irgendwas zum Szenario oder sonst irgendwas in die Richtung? So sprechen Sie jetzt in die Mikrofon. Nö, fällt mir eigentlich nichts ein. Ich hoffe, es wird allen Spaß machen und ja. Ja. Das kann man so stehen lassen. Hinterlasst gerne bei Transom Community einen Kommentar, gerne einen Daumen nach oben. Da sehen wir noch da hinten einen Zug, der noch ausfährt in der Ferne. Sehr schön. Das dürfte eine S11 sein. Ah ja. Genau, also gerne da irgendwo einen Kommentar auch hinterlassen, wie ihr das Szenario findet. Oder auch gerne hier unter dem Video kommentieren. Da freut man sich sicher sehr, wenn da auch lobende Worte mit dabei sind. Ja. So, also jetzt nicht unbedingt für meine Fahrweise, ob die unbedingt Lob verdient hat, sei jetzt mal hingestellt. Aber, so, ja, sehr schön. Also deine Fahrweise ist auf jeden Fall besser als letztens ein 6-12er-Video. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sehr, sehr, sehr schön. 101er bis so weit das Auge sieht. Sehr toll. 401er ebenfalls hier abgestellt. Sind hier nicht auch in Realität, nee, das ist nicht hier, ne, wo so Flixtrain-Wagen und so abgestellt sind, das ist, glaube ich... Doch, auch da. Ah, sind doch, ist auch hier, ne? Okay. Ja. Die E-Triebwagen sind halt, die Regionaltriebwagen sind halt im Deutzer Feld abgestellt. Ah, ja. So, da ist der Hauptbahnhof. Einmal auf 40 runter. So, das, da haben wir ein Ersatzsignal. Oder sowas ähnliches. CSW. TSW. Da konnte ich nichts dran ändern. Okay. Dann fahren wir mal mit viel Pfirsich drüber. Das schauen wir mal. Am Ende werden wir rausgeschmissen. Nö, passt soweit. Und da ist auch schon der Hauptbahnhof. Da erstreckt sich der Dom. Der mittlerweile übrigens wieder zum Teil Baugerüst wieder an der Fassade kleben hat. War ja, glaube ich, letztes Jahr nicht der Fall. War aufgrund irgendeines Jubiläums oder sowas. Hier müssen wir rein. Ja. Das ist ja interessant. So, das ist ja schön. Hier sind wir ja definitiv noch nie lang gefahren. So, und du hast jetzt, wenn du anhältst, eine Minute Zeit, um den Bahnhof etwas umzuschauen. Okay. Da steht dann, warte eine Minute. Hervorragend, das machen wir dann definitiv nochmal und gucken uns ein bisschen um. So, dann warte für eine Minute, dann warten wir mal für eine Minute.
Hier 424. Was haben wir sonst noch hier rumfahren? Ein ICE. Verspätet. Und auch verspätet der RE22 nach Kall. Wohin fährt der? Nach Brüssel. 146 steht hier. Das ist der RE9 nach Aachen. Mhm. Nee, nach Koblenz. Ach, der RE5 nach Koblenz ist. Yes. Und hier noch die S11. Und wir hören den Kölner Dom. Ja, hervorragend. Sehr, 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 sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Szenario. Wir fliegen mal zurück zu unserer 425, 424. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Schreibt gerne einen Kommentar dazu. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns sicher irgendwann bei einem weiteren Szenario wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann wünsche ich euch noch... Moment, warum bin ich hier? Ja, das leckt ein bisschen. Achso, das leckt ein bisschen. Na gut, alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.